Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Captain Dropniak. Heute nehmen wir uns die Boeing 737-800, die standardmäßig in X-Plane enthalten ist, vor. Wir sind im Cold and Dark Status, wie beim letzten Hubschrauber-Tutorial. Nur diese Nummer ist etwas größer. Dazu habe ich mir noch einen etwas größeren Flughafen ausgesucht, und zwar starten wir vom Flughafen Amsterdam Schiphol. Wir haben hier leider keine Tower-Sicht, aber ich würde mal sagen, wir gehen so hoch. Also der Flughafen ist schon extrem groß. Man sieht es hier. Später zeige ich euch auch nochmal die Charts dazu. Ich würde mal sagen, wir fangen an, das Flugzeug hochzufahren. Dazu habe ich eine Checklist. Die werde ich euch nicht direkt verlinken, aber ich werde euch ein Video verlinken, weil ich nicht weiß, inwiefern das erlaubt ist und so weiter. In diesem Video ist die Checklist dann enthalten. Ich empfehle euch, die auszudrucken. Ich habe die auch ausgedruckt, sowie ein paar Charts, die ich euch auch noch gleich zeigen werde. Ich würde mal sagen, wir fangen an, das Flugzeug hochzufahren. So, ich tue mal hier das ganze Overhead-Panel aufzeichnen. Und wir fangen an mit der Battery. Die Battery ist hier oben, die geht einmal an und das Flugzeug schaltet sich ein. So, wir machen weiter mit der Standby Power. Die ist hier, die muss auf Auto. So, dann die DC Voltmeter Selector gehen auf Standby Power, die sind schon auf Standby Power. Dann das linke hier geht auf Battery, also auf Bat. Das ist dazu da, dass man erkennen kann, dass die Batterie abgezapft wird. Das sieht man hier. Das wird immer etwas lauter. Das sieht man hier, -6,8. So, dann machen wir weiter. Die Master Caution müssen wir disengagen. Die wurde hier ausgelöst. Das ist ganz normal beim Hochfahren des Flugzeugs. Dann die Hydraulic Pumps, all off. Die sind alle schon aus. Die Fuel Pumps, auch all off, sind alle auch schon aus. Normalerweise würden hier dann Warnlämpchen leuchten, aber das ist hier leider nicht simuliert. Dann die Interior Lights, also die Lichter hier im Cockpit. Die können wir mal ein bisschen einschalten, aber ich würde sagen, wir brauchen auch nicht zu viel. So. Und so. Ich würde mal sagen, das passt schon. So. Dann die Cabin Utility Power. Die ist nicht simuliert. Das ist, glaube ich, für die Kabine hinten. Dann den IFE Pass Seat Power. Die ist auch nicht simuliert. Das ist der Sitzstrom, wo man seine Kopfhörer und so weiter anstecken kann. Dann Ground Power Connected On. So, haben wir angemacht. Und hier sieht man, springt auch schon wieder um. Dann Pilot Covers, okay, das brauche ich. AC Voltmeter Selective Ground Power, der hier. So. Dann die Emergency Lights, Armed and Covered, das sind die hier. Die sind schon armed. Wenn sie nicht armed sind, dann würde ich hier so ein Warnlämpchen leuchten. So, wir armen die mal wieder. Dann die External Lights, Position, Rear Well, Logo und Wing. Die Lichter draußen, die sind hier. Da war es einmal Position. Das ist ganz oben. Glaube ich mal. Ich schaue mal kurz nach draußen. Ja, das stimmt. Oh, nee, doch nicht. Tut mir leid. Die müssen, glaube ich, ganz unten sein. Weil sonst blinkt das hier. Das sind die Strobes. Die dürfen wir aber noch nicht einschalten, das passiert erst am Holding Point. Gehen wir wieder zurück hier. Dann die Real Well Lights, das sind die da unten. Das ist einfach zum Kontrollieren der Räder. Dann Logo Lights, das ist um das Logo hinten von der Airline zu beleuchten, natürlich Werbung. Dann Wing. Sind auch an. Und das war's mit dem
Dann die Seatbelts, die gehen auf Auto. Okay. Dann Enter FMC. Da müssen wir nun Set Fuel und Payload, das ist hier aber nicht simuliert. Dann Packs, okay. Dann, das ist nicht simuliert. Autopilot ist schon alles gut, das passt. Dann IRS Selectors auf NAV, das ist nicht simuliert, aber in der SIBO ist das simuliert, das sind die hier oben. Das ist quasi das GPS. Und um dem halt zu sagen, im Flugzeug, wo es gerade ist, setzt man es auf Align und dann braucht es so 10 bis 15 Minuten, bis es sich einschaltet quasi und bis man dann auch weiß, wo das Flugzeug, bis der Bordcomputer weiß, wo das Flugzeug steht. Die ist aber nicht simuliert, wie gesagt. Okay, dann kommt jetzt die Route. Das FMC ist hier unten. So, dann zeige ich euch nochmal, mit was ich meine Routen generiere. Ich gehe jetzt mal hier rein. Nee, das nicht. SimBrief, hier ist es. Ich gehe mal zurück. Oder ich öffne gleich die PDF-Datei. Mal schauen, wo die... So, nee, Moment. Das schneide ich einfach raus. Okay. So, dann machen wir weiter mit dem FMC. Den Flugplan habe ich hier neben mir. Ich lasse ihn hier neben mir liegen. Und ja, meine Flugpläne mache ich immer auf SimBrief. Und ich finde es eine ganz coole Seite, ziemlich realistisch auch gemacht. Und dazu mache ich auch noch ein Tutorial, weil das dann doch nicht ganz so einfach ist. Ich kann auch nicht da alle Sachen. Ja, fangen mit Flight Plan hier unten und zum Flugplan einzugeben. Hier drücken wir Clear und dann gehen wir uns zur Route ein. Okay, wir starten von EHAM. So, übrigens, wenn ich hier drauf klicke, könnt ihr auch mit der Tastatur tippen. Mache ich mal. So. Geht halt schneller, wenn man nicht so geübt ist mit dem Pad da unten, weil es halt dann in alphabetisch Reihenfolge sein kann. So, dann der nächste Punkt ist Valgo. Hat man den mit K. So, Valgo. Tun wir hier rein. Der fliegt dann direct to. Dann wir haben natürlich noch mehr Punkte, aber wir haben hier keinen Platz mehr, sieht man. So, dazu gibt es hier noch eine Taste Next Page. So können wir quasi noch mehr Seiten generieren. Jetzt können wir unseren weiteren Flugplan eingeben. Ich lege den mal vor mich. So, der nächste Punkt ist, beziehungsweise kein Punkt, sondern eine Luftstraße. UL 980. Ja, das ist eine Flugstraße.
dann, die führt zu einem Punkt, der ist Xaman. Dann ist die Route hier schon zu Ende. Also ein kurzer Flug von Amsterdam nach London City. Dann, was ganz, 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 ganz wichtig ist, was ihr auf keinen Fall vergessen dürft, ist diesen Knopf zu drücken. Exec. Das heißt Execute und heißt so viel wie ausführen. So. Den haben wir jetzt ausgeführt. Der wurde jetzt gespeichert. Jetzt sieht man es auch. So. Dann gehen wir weiter. Und zwar auf DEPAR. Das heißt Departure and Arrival. Also Start quasi, Startflughafen und Anflug. Hier. DEP ist für Departure. Da drücken wir mal drauf. Jetzt haben wir hier einige Runways. Hier hat mir Simbrief schon mal generiert, dass wir hier auf der Runway 27 starten. So, die ist hier, Runway 27. Und dann schaue ich mal, was war der Punkt, weil dann nehmen wir einfach mal den. Es gibt halt dann keine anderen mehr, außer den davor. Aber das Problem bei diesen X-Plan FMCs, also bei der Standard Boeing 737-800, bei der SIBO ist es nicht so häufig, dass die Daten oft von unterschiedlichen Zeiten sind. Ich tue es mal ausführen. Also das heißt, dass die Daten, die man im Internet bekommt, vielleicht neuer sind als die, die man hier im FMC hat. Ist zwar nicht so toll, aber man muss einfach versuchen, die gleich zu bekommen. So, dann gehen wir wieder hier hin. Und dann geben wir den Arrival ein. So, IGLC. Da landen wir auf der ILS 27. Über Gol. Ich such den mal hier. Hier, über Gol 1K. Das steht hier auch drin. Ach, das will er mir jetzt nicht reinnehmen. Finde ich nicht so toll, aber. Ich nehme mal vielleicht den Localizer von der 27 und dann probiere ich es nochmal. Ne, will er nicht. Okay. Dann nehme ich vielleicht den und dann, jo, das passt komischerweise. So, das war's mit der Route. Dann gehen wir hier zum Climb. Active Binav Climb. Gut, da geben wir dann quasi ein, was unsere Transition Altitude ist. Die ist jetzt auf 18.000 Fuß. Ich setze sie mal vielleicht auf 10.000. Oder nee, ich glaube 18.000 passt schon. Gut, das können wir eigentlich so lassen. Dann gehen wir auf Cruise. Und hier steht noch nichts, deshalb gebe ich da mal auf sein Flight Level. Wir fliegen auf, wenn es geht, 30.000 Fuß, das passt, super. Dann auf die nächste Seite und da sehen wir es wieder. Dann gehen wir hier den Speed ein. Ich nehme mal 300 Knoten auf 30.000 Fuß. So, das fügen wir hier ein. Execute müssen wir hier nicht. Und dann haben wir diesen Schritt auch schon gemacht. Dann checken wir die Route auf Discontinuities, also auf quasi auf Fehler. Dazu gehen wir einmal auf die Lag-Seite hier unten und schalten das auf Plan. Zoom mal ein bisschen ran. Und wenn wir im Plan-Modus sind und auch nur dann, gibt es hier diesen Knopf. Da steht Step drauf. Das heißt, wir laufen quasi einen Schritt weiter. Step, Step. So weiter. Da schauen wir dann einfach durch. Gibt es irgendwelche Fehler? So, da ist eine Discontinuity. Ist nicht so toll. Dann nehme ich einfach den Punkt danach und füge ihn hier ein. Mal schauen, ob es funktioniert. Das führen wir aus. Ich habe es mir schon fast gedacht. Dann steppen wir nochmal durch. Hier soweit nichts. Perfekt, dann machen wir dann eine Kurve. Und das passt soweit.
Super. Nachrichten. Entschuldigung, ich mach kurz aus. Den Ton aus. So, okay. Dann stellen wir hier wieder auf Map. Und jetzt kommt ein Teil, der normalerweise... Oder? Den hast du ja noch. Gut, okay. Dann schalten wir die Fuel Pump Number 1 ein. Das ist die hier. Normalerweise nur die rechte. Aber ist egal, welche ich anklicke, beide genau. Das ist aber kein Problem. Dann nehmen wir die APU, die Auxiliary Power Unit. Ja, Auxiliary Power Unit. Also unser Hilfstriebwerk. Wer es nicht weiß, das befindet sich hier hinten im Heck. Da drunter. So. Dann geht's weiter. APU Generator Switches left and right. Das sind die hier. Also hier sieht man, der ist available, also man kann ihn auswählen, dann left und dann den rechten. Die hier sind fürs Triebwerk, aber es ist ja noch kein Triebwerk gestartet auf das Triebwerk. Das hört mich nicht an. AC Voltmeter ist da oben. Der muss auf APU Generator. Das passt. Parking Brake Set, die ist gesetzt. Manchmal ist es bei mir auch vorgekommen, dass es nicht gesetzt war. Ist halt manchmal so. Dann Ground Connections, Drive Away All and Remove All. Das ist hier die Ground Power. Das ist ja normalerweise auch ein Kabel. Hier fährt dann so ein kleines Auto an mit einem Anhänger. Und die verbinden dann per Kabel das Flugzeug mit dieser Power Unit. Ich weiß gar nicht, wo der Anschluss dafür ist. Ich schätze mal hier unten. Ne, hier. Ja, genau. So. Dann Master Caution. Disengage wurde nicht ausgelöst. Eigentlich egal. Com 1, okay, da sollen wir ändern. Dann Squawk Set. Squawk ist hier, sollte stimmen. Das lassen wir mal so auf Standby. Das braucht man nicht auf dem Boden. Altimeter Set. Da drehe ich gleich auf 30.000. So. Das ist noch einen kleinen Moment. So, 30.000. Dann First Altitude ist auch 30.000. Enter FMC and Complete. Haben wir schon. Departure will check the communities. Take off V1. Ja, das ist gut. Okay, das passt. So, Elevator Trim Set. Die sollte so stimmen bei 5 Grad. Dann Gangway haben wir hier nicht. Das ist normalerweise dieser... Ah, hier steht... Da hinten steht einer. Hier, das ist normalerweise das hier. Das hier. Aber steht bei uns ja nicht. Also von dem her. Dann Doors haben wir nicht. Haben wir schon, aber können wir nicht öffnen. Generator Bus Switches checked covered. Die Buses sind hier. Der passt auf Auto. Dann geht's weiter mit den Fuel Pumps. Die gehen alle an. Also man sieht schon, wir kommen dem Triebwerkstand näher. Dann die Hydraulic Pumps, also die Hydraulic Pumpen gehen alle an. Und die Anti-Collision Lights gehen an. Das sind die hier unten, die Anti-Collision Lights. Dann die Packs sind nicht simuliert. Thrust ist idle. Idle heißt immer, dass der komplett zurückgezogen ist, der Schubhebel. Dann kommen wir zum nächsten Schritt. Engine Start and Pushback. Dann sollen wir diesen Pushback holen. Ich habe eigentlich Better Pushback installiert, aber es wird mir hier nicht angezeigt. Dann muss ich nochmal kurz schauen. Okay. Ich lasse mich einfach nur nach hinten schieben. Dazu rufe ich hier das Ground Handling. Dann muss ich die Bremsen lösen. Straight back. Okay, Push Card coming. So, ich habe mal wieder die Bremsen gesetzt.
Eigentlich sollte der jetzt kommen. Also der da. Ich probiere es mal nochmal. Warum? Wenn der sich jetzt bei mir ankoppelt, dann weiß ich auch nicht. Ich bin gespannt. Doch. Als ob der sich jetzt bei mir ankoppeln will. Vor mir steht schon einer. Zwar kein Fahrer drin, da aber vermutlich auch nicht. Der will es auch, Mann, ey. X-Plane, X-Plane, X-Plane. So. Dann. Dann die. Sagt der Fahrer gleich, here we go, dann löst Here sich. we go. So, genau jetzt. Ach, Bremsen habe ich schon gelöst. Dann starten wir. So, das muss an. Das ist hier der Druck, APU Bleed. Dann starten wir die Nummer 1. Wir drücken es hier auf Ground. Dann hören wir schon mal. Wir sehen hier, da All fährt right, es see you so. next time. Natürlich hier Sprit dazugeben. Schaue ich mal. Ich muss noch mal ihn rufen. Sending push card now. So. Das Triebwerk steht. Dann, wenn das wieder auf Auto zurückspringt, dann müssen wir es auf Continue setzen. So, das mache ich mal. Ich zeige es noch hier. Dann, das Here war, we hier go. machen wir das Gleiche. Ich setze es auf Ground. Dann schauen wir nach da unten. So ungefähr so bei 10 ist. Dann können wir eigentlich schon Sprit dazugeben. Ich warte jetzt auf so. Sprit kommt dazu. Und wir sehen, es fährt hoch. Dann achtet mal ganz genau darauf, was hier passiert. Gleich nämlich springt Okay, I'm das von clearing now. GRD auf Auto. Genau jetzt. Jetzt setzen wir es auf Continue. Also weitermachen. Und dann passt's. Ich mache mal wieder den Sound leiser. So, Generator Switches left and right on. Die sind hier, habe ich ja vorher schon gesagt. Generator 1 ist connected und Generator 2 auch. So. Dann AC Voltmeter Selector auf Generator 1. Hallo? So. Dann die APU geht wieder aus. Die brauchen wir nämlich nur zum Engine Start. Wer sich jetzt fragt, ja, und warum braucht man die APU überhaupt? Man kann auch einfach so direkt die Triebwerke starten. Nee, kann man nicht, denn die sind zu groß, um sie direkt zu starten. Die APU ist noch etwas kleiner. Die kann man dann noch starten. Aber die größeren Triebwerke, die brauchen dann schon Druckluft von der APU. Doch, machen wir weiter. Packs, das passt. Dann die APU Bleed geht aus. So. Packs sind simuliert. Pilot Heat Switch Pro. So, das ist die hier. NTI Switches, wie viel Grad haben wir denn? 4 Grad. Dann mache ich alle an, alle NTIs. Schalter, Ring NTIs, Engine NTIs, zweite Engine NTIs und die Window Heats. So. Dann tue ich mal das erste Batteriezeichen weg. Das ist schon. So. Okay, jetzt geht's weiter. Die Yaw-Dämpfer gehen an. Ich weiß zwar nicht genau, was sie sind, aber ich glaube, das ist das Yaw hier, also das hier. Ich glaube, dass es das ist. Also die Bewegung von dem Ruder hier. Von dem. Also wenn ich hier bewege, sieht man es. So, dann die Flaps setze ich. Ich mache Flaps 5. Gehen wir dazu hier rüber. So, ist drin. Das passt. Die Autobrake setzen wir auf RTO. Das ist ganz wichtig beim Start, nämlich wenn irgendwas passieren sollte, das Triebwerk geht aus, das Triebwerk geht kaputt, wir müssen bremsen, dann müssen wir einfach nur unseren Schubhebel zurückziehen und das Flugzeug bremst automatisch. Also die Radbremsen aktivieren sich automatisch. Und wenn die Speedbrakes hier unten noch gearmt sind, also so,
dann tun die sich auch automatisch quasi ausbauen. So, dann Pushback ist schon zu Ende. Die Taxi-Lights gehen an. Das sind die hier. Runway Turn-off Lights gehen an, die hier. Und das TKS geht auf Test. So. Nee, so. Normalerweise sagt er dann noch was, aber das ist hier nicht simuliert. Also, ob alles funktioniert und so weiter. So, dann schaue ich mal, wie ich jetzt stehe. Ja, noch immer genauso schlecht wie vorher. Aber das sollte ich hinkriegen, oder? Ja, das passt mit dem Wenderadius von der Maschine. So, dann taxien wir mal zum Holding Point. Ich hole mal noch mein, was ich aufgeschrieben habe. Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, wo drüber ich taxien soll, weil das dann doch schon ziemlich kompliziert ist. Jetzt habe ich auch die Ground Chart direkt neben mir. Kann ich euch auch nur empfehlen, die Charts entweder auszudrucken oder sie auf einem Tablet oder auf einem Handy zu lassen. Okay. Dann schaue ich mal. Okay. Wir taxi. A14. Ich schaue mal. Also hier, da sind wir dann auf A13. Nee, habe ich nicht. Ich schaue dann mal. Also A13 ist da. Ups, das habe ich jetzt gedrückt. Dann taxien wir einfach auf A, weil es praktischer ist halt, weil ich es mir auch auf A aufgeschrieben habe. Ach, A14 ist da hinten. Ach so, okay. Das passt dann. Hoffentlich. Ich würde aber mal sagen, wir drehen erstmal. Okay. Das da hinten, was da rausschießt, ist Wasser. Ich meine, man sieht, es regnet ja. Und jetzt leckt, oder wie? Oh Mann, ey. Warum leckt das denn jetzt? Ach, komm schon. Ja, passt. Dass mir X-Pen noch abstürzt, das wäre nicht so toll. Jetzt mal die Scheibenwischer. Hier ist übrigens so eine Lampe, die man auch umstellen kann. So. Na, jetzt bin ich ziemlich hoch. Ach, und wer sich noch fragt, was diese Teile da sind, das sind die Heizungen quasi fürs Fenster. Ja. Aber wer dazu noch mal eine Erklärung will, dem tue ich noch mal ein Video hier oben in die Beschreibung, könnt ihr anklicken. Das ist von einem englischen YouTuber. Ich glaube, da gibt es auch einen deutschen Untertitel. Und der hat es ganz gut erklärt. Okay. Maximal dürfen wir 45 Knoten rollen. Natürlich, hier sieht man die ganze Zeit nur 45. Aber hier sieht man den Ground Speed, also den richtigen Speed, den man hat. So, dann rollen wir hier einmal drum. Ich bremse mal hier. Kann ich schauen, ob das hier stimmt. Sollte stimmen. Ich schaue mal noch mal in der Map. Ich weiß, es ist jetzt nicht so toll, dass ich jetzt in der Map nachschaue, aber ja, das ist die Verbindung. Ground Charts. Ich schaue mal kurz da hier, die Ground Charts. Okay. Vergleiche das mal hier so ein bisschen. So, das ist die 27, genau, das stimmt. So, passt. Dann rolle ich hier einmal rum, danach da unten und dann drehe ich hier. Gut, super. So habe ich es auch eigentlich geplant.
Wenn wir trotzdem nochmal die Map hier raus kleiner machen. Ja, kann man sogar. Ja, zwar nicht so viel, aber egal. Schau mal kurz nach rechts und nach links. Da keiner kommt. So, dann geht's weiter. Hier einmal rechts um die Kurve. Dann hier gleich wieder nach links. Gut, das passt. Kommen wir zu E4. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Und dann auf N1. Wir sind jetzt schon auf E4. Aber ich mache wahrscheinlich zum Rollen noch mal ein extra Tutorial. Nach rechts. Das sind wahrscheinlich noch so Warteplätze. Okay, gut. N1. Ich roll mal einfach hier drüber. Okay, wir stehen perfekt. Dann mache ich weiter mit meiner Checklist Autopilot Set. Dann schalte ich mal komplett an. AP Disengage Bar, die hier, die deaktiviert den ganzen Autopiloten, die muss aber oben sein. Auto Throttle Arm habe ich gerade schon gemacht. So, dann alles. V2. Ich glaube, das muss ich dann eindrehen. V2 ist 155. Ne, 165. Wer sich fragt, was V1, VR und V2 heißt, V1 ist die Geschwindigkeit, bei der man nicht mehr bremsen kann oder bremsen darf. Also hier RTO, wenn V1 eintritt, V1 machen wir mal 140, dann darf man nicht mehr bremsen, außer man kann nicht abheben. Dann VR oder auch besser als Rotate bekannt, heißt, dass man die Nase hochzieht, dass man quasi abhebt. Und V2 ist die sichere Steiggeschwindigkeit, bei der man zu der man kommen muss, um gut steigen zu können. Also sicher steigen zu können. Nochmal weiter die Landing Lights gehen an. Die sind ziemlich hell, deshalb darf man die erst beim Holding Point anmachen. So, die One-Way Turn-Off Lights, die waren schon an. Die Taxi Lights gehen aber aus. Dann Position Lights gehen auf Strobe and Steady. So, das ist hier die Blinklichter, sag ich mal. Hier. So, dann TCAS geht auf TARA. Das ist die letzte Stufe. Das ist quasi an. Transponder Mode C. Das ist auch eigentlich. So, Line Up on Runway. Ich check nochmal alles. Seatbelts sind an. So. Das passt soweit. Okay. Jetzt schaue ich nochmal rüber. Da kommt keiner. Und auch keiner. Ich freue mich auf die Landebahn. Die Scheibenwischer, die müssen wir, glaube ich, bei 230 Knoten ausmachen, weil sie uns abfallen könnten und wenn man sie auch danach auch nicht braucht, weil die Wassertropfen dann von selber von der Scheibe gehen. Von dem her machen wir die dann aus.
So. Bremse mal. Okay. Jetzt. Wir sind ready for takeoff. Wir setzen erstmal die Parkbremse wieder. Wird gleich gelöst. Dann gehe ich mit nochmal kurz die Checklist durch, damit ich ablesen muss. Die One-Way Turn-Off Lights sollen wir schon wieder checken. Die sind an. Die sind schon an. Das passt. Dann die Taxi Lights. Nee, Moment, das war jetzt falsch. First Levers, TO, das ist Toga. Machen wir gleich. Parking Brake releasen wir danach. Der Yoke geht nach unten. Dann VR und V2, was ich gerade gesagt habe. Das passt soweit. Dann schaue ich nochmal. Okay, super. Schalten die Toga ein. Und lösen die Bremsen. Dann halten wir das Flugzeug auf der Landebahn. Okay, Toga hat nicht so ganz funktioniert. Der hat eher das